3, Vers 16, nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Um welche Verheißung geht es hier? Gott hat Abraham eine Verheißung gegeben, das heißt ein Versprechen. Er hat es ihm mehrmals gegeben. Er hat es bestätigt seinen Söhnen Isaak und Jakob, der dann in Israel umbenannt wurde. Und diese Verheißung lautet meistens, in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Gott hat auch zu Abraham gesagt, dass sein Same wie die Sterne des Himmels werden sollen, wie der Sand am Ufer des Meeres und so weiter. Also diese Verheißung, in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und diese Verheißung wurde dem Abraham und seinem Samen zugesprochen. Und jetzt wird es interessant. Es heißt hier, es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Also mit dem Samen Abrahams sind nicht einfach die Kinder Israels gemeint. Es geht hier nicht um mehrere Nachkommen. Es geht hier nicht um die Israeliten, Plural. Sondern es heißt hier eindeutig, es heißt nicht und den Samen. Also es geht nicht um Plural. Es geht nicht um die Samen, mehrere, als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, Singular. Und wer ist dieser Same, dieser eine Same? Und dieser ist Christus, sagt die Bibel. Der Same Abrahams ist Christus. Und die Verheißung, in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, worauf bezieht sich die? Auf Jesus Christus. Wer ist der Same Abrahams? Christus. Also in Christus sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Aber was ist jetzt genau damit gemeint? Die Bibel sagt in Vers 6, Galater Kapitel 3, Vers 6, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Also diese Verheißung, die Gott Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat, die ist im Grunde genommen das Evangelium. Die ist das Evangelium, denn in Christus werden eben alle Völker der Erde gesegnet. Und wie werden wir in Christus gesegnet? Es heißt hier in Vers 6, so werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Siehst du, wie wurde Abraham gerettet im Alten Testament? Er wurde durch Glauben gerettet. Es heißt hier, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch die, aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Also wenn wir an Jesus Christus glauben, dann werden wir Abrahams Kinder und dann werden wir eben zum Samen Abrahams gerechnet. Und dieser Same ist Christus selbst. Vers 28 heißt, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Also wir als Gläubige, wir als Christen sind alle zusammen einer in Christus. Wir sind eins gemacht mit Christus. Und deswegen sagt die Bibel, deswegen betont das die Bibel hier eben, dass es um einen einzigen Samen geht. Es geht um Christus. Und wenn wir, das heißt, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Wir als Christen sind die Erben dieser Verheißung. Ja, diese Verheißung letzten Endes des ewigen Lebens. Das ist, worum es hier letzten Endes geht. Es geht hier um das Evangelium. Also was ist die Verheißung, wenn es hier heißt in Vers 16, dass die Verheißung dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden sind? Die Verheißung ist letzten Endes das Evangelium. Und Vers 16 ist ein super wichtiger Vers, weil diese Dispensationalisten, diese Israel-Anbeter, diese Zionisten gerne behaupten, dass der Same Abrahams, das sind die Kinder Israels, das sind seine Nachkommen. Moderne Bibelübersetzungen verdrehen übrigens die Verse im Alten Testament, wo es heißt, dass in deinem Samen alle Völker der Erde gesegnet werden. Sie machen einfach Nachkommen draus. Aber es geht nicht um Nachkommen, sondern es geht um einen einzigen Samen, um einen einzigen Nachkommen, um Christus. Wer ist der Same Abrahams? Christus. Und wenn wir Christus angehören durch den Glauben eben, dann sind wir Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Es geht hier nicht um Israel. Es geht nicht um die Leute, die wir heutzutage als Juden bezeichnen, sondern um wen geht es? Um Christen. Deswegen sage ich, dass es schon immer Christen gab. Die Gläubigen im Alten Testament, die wurden genauso gerettet wie wir. Sie wurden gerettet wie Abraham durch den Glauben. Und letzten Endes sind wir alle eins gemacht in Christus und sind Erben der Verheißung.